Hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Ich werde heute auch einen Versuch starten mit dem sogenannten Ninja Po oder Ninja Swipe, besser gesagt heißt es. Ninja Swipe. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Es ist nicht sehr einfach, wie ich bei anderen gesehen habe. Wir werden es erleben. Ich erkläre euch das genau Schritt für Schritt und hoffe, dass es klappt. Wir werden sehen. Der erste Schritt, wie immer, Wasser einsprühen und einziehen lassen. Ich brauche Weiß als Untergrund. Hier habe ich noch etwas in einer Gießflasche. Türkis, Phthalo-Blau. Und Gold. Da diese Flaschen schon einige Zeit stehen, habe ich hier vier Silikonbecher. Da werde ich die Konsistenz prüfen. Das Einzige, was der Mischung ja verloren gehen könnte, ist Wasser und eventuell muss ich also destilliertes Wasser nachgießen. Außerdem kann ich dann, in der Flasche habe ich nie Silikonöl, sondern wenn ich Silikonöl hineintun möchte in die Farben, dann tue ich das nur im Becher. Diese Farbe scheint mir gut zu sein. Das gleiche überprüfe ich jetzt mit dem Türkis. Auch ein sehr schöner kontinuierlicher Strahl. Inwiefern man das sehen kann hinterher. Auf dem Film weiß ich nicht. Alles vor. Da war ein Klumpen. Das weiß ich jetzt nicht, wie das kam. Gut, dass ich das noch mal geprüft habe. Ist auch ein schöner langer Strahl. Ein bisschen werde ich dazu tun von meinem Gemisch 80% Wasser, 20% Flotrol. Ich nehme ein solches Gemisch, damit ich nicht immer Stückchen, also Tröpfchen für Tröpfchen hinzufügen muss, sondern wenn das Wasser ein bisschen mit Flotrol gemischt ist, dann kann man mehr auf einmal nehmen. Jetzt läuft es noch besser. Und nicht zuletzt mein Weiß. Das läuft auch gut. Ja, auch da könnte ein bisschen Gemisch rein. Hoffentlich war das nicht zu viel. Sehr schön. So, der Grund, warum ich Silikonbecher nehme, ist, dass ich sie
wird ja was übrig bleiben. Danach andersherum stellen kann und die restliche Farbe löst sich ganz leicht daraus. Bevor ich jetzt loslege, nehme ich ein Stück Küchenpapier. Jetzt hat sich die Leinwand vollgesogen mit dem Wasser. Ich wische sie trocken. Aber mit den Lippen spürt man, dass sie noch schön feucht ist. Und schon kann es losgehen mit dem weißen Hintergrund. Aus irgendeinem Grund bin ich nie davon abgekommen, die Verteilung wie Miriam's Nature, Miriam mit Y, mit einem Kamm vorzunehmen. Das dauert zwar etwas länger, wie ich immer sage, aber es wird wirklich super gleichmäßig. Und so eine Gleichmäßigkeit bekommt man mit Teigschaber und was weiß ich nicht, was es alles noch gibt, einfach nicht hin. Ich versuche auch überall über den Rand zu kommen, damit ich gleich mit wenigen Handgriffen bzw. mit dem Finger bereits die Seiten bearbeiten kann, dass die auch schon schön gestrichen sind. So, hier ist alles schön weiß. Da kann ich es nicht sehen. Hier müsste man einen Spiegel aufbauen, das hatte ich früher. Muss ich mal wieder machen. So, jetzt muss ich von der Seite gucken. Sehr viele Luftblasen, die mache ich jetzt mit dem Butanbrenner schnell weg. So, nun kommen wir zu dem Spezifischen, was zu diesem sogenannten Ninja Swipe hinzugehört. Es beginnt mit einem Paddel in einer Ecke. Eine Pfütze. Das ist eigentlich noch nichts Besonderes. Das kann eigentlich jeder. Die Schwierigkeit kommt erst später. Und ich sage euch gleich, wenn es mir nicht gelingen wird, werde ich irgendwie anders versuchen, meinen Ninja Swipe zu retten. Gold verschwindet gern, deswegen ruhig was mehr. Das ist jetzt erstmal ohne, ganz ohne Silikonöl. Ja.
Jetzt nehmt ihr ein Plastiktool. Ich habe hier so ein Messer. Ich werde aber also nicht die Schneide nehmen, sondern hier den Griff aus Plastik. Und das ist das Schwere. Ich werde mich hinstellen. Jetzt gebe ich etwas Weiß noch rundherum in die Richtung, in die ich schießen will. Und dieses Schießen ist wirklich das Schwierigste. Es muss ganz schnell gehen. Man sollte sich einen Spritzschutz aufbauen. Abwischen das Tool. Ein kurzer, schneller Swipe. Also ich muss sagen, das klappt ja sehr gut. Ich möchte auch nicht zu viel machen. Wichtig ist halt die zackige Bewegung. Dem Ganzen das charakteristische Bild verleiht. Jetzt gehe ich nochmal mit Tarnbrenner drüber. Auch schon wegen der Luftblasen. So, das war jetzt ganz ohne Silikonöl. Wahnsinn. Das sieht jetzt schon gut aus. Aber jetzt fange ich an, ein wenig zu fuschen. Aber nicht zu doll. Das wollte ich eigentlich nicht. Das muss weg. Das muss wieder zurück. Oh, das da gefällt mir auch nicht. Oh. Ich werde jetzt was aufnehmen. Und Farbe. Die hier runtergelaufen ist, schon für das nächste Schmuckstück. Ist hier vielleicht auch zufällig was runtergelaufen, aber nur weiß. Jetzt nehme ich eine Pipette. Jetzt werde ich nur da von außen ein bisschen reinfahren, wo das sowieso schon sich ergibt. Vor allen Dingen hier. Aber allzu viel werde ich gar nicht machen, denn
Das gefällt mir. Das also ist der Ninja Swipe. Zellen, wie gesagt, völlig ohne Silikonöl. Ich zeige es euch gleich von nahem. Hier ist also das Close-up. Ihr seht, es sind sehr viele interessante Strukturen zu entdecken auf diesem Ninja Swipe. Das Gefakte und Nicht-Gefakte ist kaum voneinander zu unterscheiden. Das Gold kommt sehr schön hervor. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach in den Kommentaren. Ich beantworte alle Fragen, so gut ich kann. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.